Hallo, in dem Video möchte ich mal zeigen, wie man bei einem Google Nexus 4 den Akku tauscht. Zuerst muss man unten diese beiden Schrauben hier lösen. Die haben einen Torx-Kopf. Und zwar sieht das so aus. Die Schrauben sind meist ein bisschen schmutzig und die kann man vorher reinigen, indem man so mit dem Pinsel reinstößt. Dann geht der Dreck, der da drin hängt, raus. Und dann kann man hier diese Schrauben rausdrehen. Da ist er dann. Nachdem die beiden Schrauben rausgeschraubt sind, kann man mit einem Messer hier in diesen schmalen Spalt reinschneiden und kann die Klappe hinten von der Scheibe vorne ablösen. Kann man hier so ein bisschen drunter gehen, auch ganz vorsichtig, aber immer nur ein bisschen. Und eventuell kann man das hier mit einem Zahnstocher oder mit einem anderen Objekt fixieren. Natürlich kein Metall. Und wenn man das geduldig macht, dann löst sich diese Klappe hier dann ab. Hier sieht man, hier hat es schon einen recht großen Spalt, den man mit dem kleinen abgebrochenen Zahnstocher hier aufhalten kann. Jetzt ist hier eine Seite offen und hier mal so ein Zahnstocher reingesteckt, damit es nicht wieder beiklappt. Und jetzt braucht man nur noch diese Ecke hier oben, ganz vorsichtig, mit viel Geduld, wenig Gewalt, einmal aufzuklipsen und dann löst sich das ganze Cover von selbst dann. So, dann geht das Cover ab. So, und jetzt ist es offen. Wie gesagt, viel Geduld und nicht allzu große Gewalt anwenden. Ein bisschen muss man natürlich, dass diese Klipse aufgehen, aber unter Umständen bricht das Backcover, das ist hier schon passiert, allerdings vorher durch Fall auf den Boden. Als nächstes kann man mal das Handy hier ein bisschen sauber machen mit dem Pinsel, weil im Laufe der Zeit dringt hier jede Menge Schmutz nebenein und Staub. Damit wir den jetzt nicht weiter einbauen, kann man das vorher schon mal ein bisschen säubern. Am Akku, an der Befestigung hier, sind noch zwei Schrauben zu lösen. Einmal hier und einmal da. Und dann kann man hier mit zwei Schraubenziehern das ganz vorsichtig hier raushebeln. Klack. Das ist jetzt draußen. Hier neben auf dem Akku klebt noch ein Stück Klebeband, in dem Fall blau. Das kann man hier vorsichtig abmachen und zur Seite klappen. Auf dem Akku ist auch ein Datum angegeben, in dem Fall hier der 12.01.2013. Ist wahrscheinlich das Produktionsdatum. Der neue Akku ist beschriftet mit 25.06.2014. Also deutlich neuer. Der Akku selbst ist zu allem Überfluss noch in das Handy hier reingeklebt. Den kann man hier unten rechts an der Ecke ein bisschen anheben. Und dann hört man auch schon den Kleber. Man kann den ganz vorsichtig an verschiedenen Ecken immer mal versuchen rauszuhebeln. Dann kann man den Akku hier rausnehmen. So sieht er aus. Ist ganz schön verdellert jetzt. Und hier ist diese Klebefolie. Die klebt immer noch bei dem Gerät. Brauchen wir also keine neue reinmachen, zumindest bei diesem Gerät. Und dann kommt der neue Akku hier rein. Hier ist jetzt der neue Akku drin. Einfach so reinlegen, festdrücken und oben hier mit den Fingern einfach mal drauf drücken, das klackt dann richtig ein. Hier drüben die Antenne darf man nicht vergessen. Und hier dieses blaue Klebebändchen kommt auch wieder dann hier hin, damit die Antenne hier nicht raushupst. Die beiden Schrauben sind jetzt wieder drin. Und wie gesagt, hier neben ist der Stecker für die Antenne. Der geht
draus zu machen. Und wenn er daneben sitzt, dann sieht es auch so aus, als wäre er drauf, ist er aber nicht. Also da muss man nochmal mit dem Finger kontrollieren, ob der wirklich feste ist. Vor dem Zusammenbauen einfach mal den Stecker rein für das Ladegerät und den Akku mal 10-20 Minuten aufladen lassen, um zu schauen, ob das dann auch funktioniert, bevor man den Deckel wieder drauf macht. Jetzt hat es dann mal 20 Minuten geladen, mal eingeschaltet, funktioniert und ohne Kabel auch. Jetzt kann man das zumachen. Was auffällt bei dem Handy, sind viele Kontakte hinten, sowohl in der Schale hier, hier und da, als auch hier oben drauf. Da muss man aufpassen, wenn man das öffnet, wenn man also mit einem Gegenstand hier reinsticht, um das hier auszuhebeln, dass man hier diese Kontakte nicht verbiegt. Die Kontakte sind einmal über dem Lautstärkeregler, ein bisschen unten drunter sind welche und auf der gegenüberliegenden Seite in der Nähe von dem Ein- und Ausschalter. Da sind Kontakte, die darf man nicht verbiegen. Sollte man auch nicht drauf fassen, dass da Fett drauf kommt und nachher, wenn man den Deckel drauf macht, kein richtiger Kontakt mehr da ist. Vorm Zusammenbauen immer mal gucken, dass auch keine Gegenstände reingekommen sind, keine Haare vom Pinsel, kein Staub oder sonstiges. Und da kann man prima hier neben nochmal diese Kanten sauber machen. Da sammelt sich immer ziemlich viel Schmutz, auch an den Reglern hier. Beim Zusammenbauen muss man darauf achten, dass hier unten diese Laschen mit den Schrauben zuerst in die Öffnung kommen. So. Und dann kann man diese Seite hier schon mal festdrücken. Und hier oben muss man nur aufpassen, dass man diese Abdeckung von dem SIM-Kartenschacht hier nicht beschädigt. Jetzt ist das Backcover wieder auf dem Handy drauf. Wie man hier sieht, ist auch keine Beschädigung zu sehen. Und man muss mit den Fingern noch mal ein bisschen nachdrücken. Teilweise sieht das geschlossen aus, aber wenn man noch mal drückt, dann klackt es noch mal richtig laut ein, weil diese Laschen sehr klein sind und die Spaltmaße sind ganz, ganz gering. Die Schrauben sind wieder drauf und ja, booten tut es dann auch wieder. Das ist der alte Akku, der gehört natürlich zum Sondermüll, auf keinen Fall in die Mülltonne. Kann man auch nicht mehr benutzen. Der ist auch nicht allzu stabil hier. Das sind verschiedene Elemente, die sich dann verbiegen. Sollte man auf keinen Fall mehr einbauen. Was man gebraucht hat, ist ein Schraubenzieher mit Torx oben und dann nochmal ein Schraubenzieher mit Kreuz und ein oder zwei Schraubenzieher zum Aufhebeln. Dann noch ein Pinsel und eventuell so ein paar Holzstäbchen. Holzstäbchen haben den Vorteil, dass die nicht zerkratzen und auch immer ein bisschen biegsam sind. Und sie sind auch leicht zugänglich, hat man ja in jedem Haushalt. Und dann noch ein Messer, in dem Fall hier so ein Schweizer Messer. Da kann man mit der Klinge das prima aufhebeln.